Achtung von diesen beiden Männern! Nach dem Raubüberfall auf eine 91-jährige Seniorin fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nun mit Lichtbildern einer Überwachungskamera nach zwei möglichen Tatverdächtigen. Die 91-jährige Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheims wurde von den beiden unbekannten Radfahrern überfallen, als sie mit ihrem Rollator auf dem Fußweg spazieren ging. Sie rissen der Frau die Handtasche aus der Hand und stießen sie anschließend um. Die Seniorin zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Sie wird noch immer stationär im Krankenhaus behandelt. Angesichts ihres Alters könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei berichtet. So werden die beiden Täter beschrieben. Der Haupttäter ist ca. 20 Jahre alt, schlank, ca. 1,70 Meter groß, hat schwarz, leicht krause, seitlich nach hinten gekämmte Haare und spricht gebrochen Deutsch. Bei der Tat trug er ein hellblaues, langärmliches T-Shirt. Sein Komplize ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, ebenfalls ca. 1,70 Meter groß und trug bei der Tat eine dunkle oder braune Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter der eingeblendeten Telefonnummer.